Okay, start. Ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Reise über Wohn- und Häuserformen in Indonesien. Zuerst geht es auf die östlichste der ca. 17.000 Inseln nach Neuguinea zum Volk der Papua. Also ich bin schnell, Papua sind es langsam. In Neuguinea befindet sich der letzte noch intakte tropische Regenwald Asiens. Die Stämme der Urbevölkerung leben in steinzeitnahen Kulturen und decken einen großen Teil ihres Bedarfs als Jäger und Sammler. Sie bauen nur wenige Nahrungsmittel an und züchten Schweine. Die Clans leben zusammen in einer Hofgemeinschaft, die durch eine dichte Wand aus roh gespaltenen Brettern geschützt ist. Durch den kleinen erhöhten Eingang muss man einzeln und in gebückter Haltung hineinklettern, ist das gut gegen Feinde. Ein Papua-Dorf besteht aus mehreren Rundhütten und einem Langhaus als Aufenthaltsort für alle. In der größten Rundhütte, dem Männerhaus, wohnen die erwachsenen Männer eines Dorfes. In den kleinen Rundhütten leben Frauen jeweils mit ihren Kindern. Gebaut wird nur mit Holz, Schilf und Stroh. Gearbeitet wird mit Steinwerkzeugen. Das Volk der Sasak, das sehen wir jetzt hier auf der Insel Lombok, baut in zwei grundsätzlich verschiedenen Formen. Runddächer, die an die Papuas erinnern, für die Reisspeicher, Steildächer für die anderen Gebäude. Neben Reis- und Chili-Anbau gibt es dort Weberei und Töpferei. Jetzt sind wir schon in Borneo, im Urwald von Sarawak. Dort bauen die Dorfgemeinschaften zusammenhängende Häuser, die ein Langhaus ergeben. Auf der ersten Etage verbindet ein breiter gedeckter Gang die einzelnen Wohnungen. Er ist sowohl schattiger Aufenthaltsort als auch während der heftigen Monsunregen ein guter Schutz, einander zu besuchen. Durch die gegenüberliegenden Speicherhäuschen ergibt sich ein rechteckiger Innenhof, der auch zum Trocknen von Getreide oder Reis benutzt wird. Diese Anordnung von Dörfern ist typisch für viele Regionen in Indonesien. So auch beim Volk der Batak, deren Häuser wir hier jetzt sehen, in West-Sumatra. Ihr altes Zentrum war die Insel Samosir im Kratersee Toba. Diese Häuser stehen auf Samosir. Auffallend an den traditionellen Häusern sind die riesigen gebogenen Satteldächer, die mit Stroh gedeckt wurden. Heute leider auch oft mit Wellblech. Die Grundkonstruktion besteht aus einem Holzskelett. Die Häuser ruhen auf Pfählen. Die Wohnzone im ersten Stock ist durch Holzwände geschützt. Vorder- und Rückwände sind nach außen geneigt und mit dekorativen Schnitzereien geschmückt. Der dreigeschossige Aufbau der Häuser entspricht der religiösen Vorstellung. Der schmucklose Unterbau entspricht der Unterwelt und den Begierden der Menschen. Oft werden dort Schweine gezüchtet. Der mittlere Teil symbolisiert die Menschen, das menschliche, das irdische Leben. Der riesige Dachraum wird kaum genutzt. Er ist die Zone der Ahnen und der Götter. Was wir vorher sahen, war das Königshaus, das besonders reich geschnitzt war. Und hier ein paar Szenen, so eine Busstation mit Batakdach und auch die gewöhnlichen Häuser. Je weniger die Clans zusammenleben, desto mehr verändert sich die Häuserform. Jetzt sind wir schon in Zentralsumatra. Das ist ein besonders fruchtbares Gebiet und dort lebt die letzte matriarchale Kultur der Welt, das Volk der Minangkabau. Sie haben ein sehr kompliziertes Gesellschaftssystem, in dem die Männer aber auch keineswegs rechtlos sind. Das Besitz von Büffeln spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht sind darum die Dächer zugespitzt wie Büffelhörner. Je mehr, desto besser. Büffel, Stier, Mondsichel, hier offenbart sich eine Verbindung zu den antiken Matriarchaten, die wir in Europa und in Kleinasien kennen. Reis ist das Lebenselixier der Indonesier. Ein großer Teil des Daseins dreht sich um dieses Nahrungsmittel. Die Reisbauern leben meist in einfachen Hütten, zu denen jedoch immer ein kleiner Reisspeicher gehört. Mich haben besonders die Muster der geflochtenen Wände fasziniert.
Inzwischen sind wir bei den schönsten Häusern meiner kleinen Rundreise angekommen. Auf dem Hochland der Insel Sulawesi, früher als Celebes bekannt, lebt das Volk der Toraja. Die weit ausladenden Satteldächer ihrer Häuser faszinieren schon von Weitem. Sie erinnern an die Form von Schiffen. Dies wird als Hinweis darauf gedeutet, dass ihre Vorfahren ursprünglich ein Seefahrervolk waren. Die Dächer sind kunstvoll aus mehreren Lagen von Bambusstäbchen konstruiert, die einen breiten, sichtbaren Saum bilden. Die Holzwände außen sind durchgehend mit reichen Ornamenten bemalt, teilweise auch mit Tierfiguren aus dem Alltag. Verwendet werden ausschließlich Rot, Schwarz, Weiß und Gelb. Auch ein Toraja-Dorf besteht aus zwei parallel verläufenden Häuserreihen. Die Reisspeicher ruhen auf mächtigen Holzpfählen. Sie können bis zu 20.000 Kilo Reisgarben aufnehmen. Die Häuser werden ganz ohne Nägel gebaut. In diesem Beispiel sind die Dächer kleiner und die Wohnräume größer. Die Außenwände sind geflochten und bemalt. Das Leben der Toraja wird völlig geprägt von ihren überlieferten Mythen, von Geistern, Dämonen und einem einzigartigen Ahnenkult. Das Erdenleben ist für die Toraja ein Übergang, von Bedeutung ist nur das Jenseits. Beim Tod eines Menschen verlässt die Seele zwar den Körper, sie verbleibt aber in der nächsten Umgebung. Die Felsengräber der Toraja bieten Platz für ganze Familien. Vor den Eingängen stehen auf Balkonen Holzfiguren, Tau Tau genannt, welche die Verstorbenen darstellen und die Grabstätten beschützen. Die Einwohner gehen regelmäßig zu ihren Ahnen besuchen und reden mit ihnen. In meiner kleinen Häusertour habe ich auf andere Weise der Frage dieser Ausstellung nachgespürt, was braucht der Mensch? Essen, Trinken, eine geschützende Behausung, eine Dorfgemeinschaft. Wann und warum haben Menschen begonnen, Schönheit und Kunst zu benötigen? Vielleicht wissen es die thailändischen Hausgeister in ihren geschützten Tempelchen. So. Applaus